Zeichnen von Grundformen in Drawn. Dieses Video zeigt, wie Sie in Drawn 2D- und 3D-Objekte erstellen können. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter Alle Formen, seien es Linien, Rechtecke oder komplizierte Formen, heißen Objekte. Wir öffnen Drawn. Die Zeichenwerkzeuge finden Sie auf der Symbolleiste Zeichnung. Diese Symbolleiste befindet sich normalerweise am linken Rand des Arbeitsbereichs. Wenn sie nicht zu sehen ist, können Sie sie aktivieren, indem Sie Ansicht Symbolleisten Zeichnung im Hauptmenü auswählen. Symbole mit schwarzem Pfeil nach unten können dort angeklickt werden, es öffnet sich jeweils ein Dropdown-Menü. Ein Rechtsklick auf den Anfasserbalken links oben an der Symbolleiste Zeichnung zeigt das Dropdown-Menü. Wenn wir eine Form zeichnen oder einen Text hinzufügen, beachten wir die Informationsfelder in der Drawn-Statusleiste. Alle Änderungen an Objekten werden dort zeitgleich wiedergegeben. Wir zeichnen eine gerade Linie. Wir klicken in der Symbolleiste Zeichnung auf das Symbol Linie und positionieren den Cursor an die Stelle, an der die Linie gestartet werden soll. Wir klicken und ziehen den Cursor, während wir die Maustaste gedrückt halten. Während wir eine Linie ziehen, wird sie in einem von 45 Grad Schritten, 0, 45, 90 und so weiter, gezeichnet, je nach Ziehrichtung. Wir lassen die Maustaste an der Stelle los, an der wir die Linie beenden möchten. Wenn wir die Umschalttaste gedrückt halten, können wir die Linie in einem beliebigen Winkel zeichnen. Hinweis: Dies ist das Standardverhalten der Umschalttaste, auch für andere Objekte. Wenn wir die Alt-Taste gedrückt halten, während wir eine Linie zeichnen, erstreckt sich die Linie, beim Ziehen, symmetrisch in beide Richtungen vom Startpunkt aus. So können wir die Linie also aus der Mitte des Objektes zeichnen. Wenn eine Linie gezeichnet wird, werden die Standardattribute gesetzt. Um eines dieser Attribute zu ändern, markieren wir die Linie, indem wir darauf klicken. In der Seitenleiste Eigenschaften können nun die Attribute für die Linie und deren Position und Größe geändert werden. Wir klicken auf das Symbol Linie mit Pfeilende, um einen Pfeil zu zeichnen. Der Pfeilkopf wird am Ende des Pfeils gezeichnet, wenn Sie die Maustaste loslassen. Das Informationsfeld auf der Statusleiste zeigt Pfeile nur als Linien an. Wir klicken auf das Symbolrechteck in der Symbolleiste Zeichnung. Wir ziehen mit gehaltener Maustaste den Mauszeiger vom Startpunkt weg und zeichnen ein Quadrat. Wir zeichnen ein Rechteck, indem wir die Umschalttaste gedrückt halten und ziehen mit gehaltener Maustaste ein Rechteck in beliebiger Form auf. Wir zeichnen einen Kreis, indem wir auf das Ellipse-Symbol klicken und ziehen einen Kreis. Wir zeichnen eine Ellipse, indem wir auf das Ellipse-Symbol klicken und die Umschalttaste gedrückt halten, während wir zeichnen. Tipp allgemein: Um eine Linie, ein Rechteck, eine Ellipse oder einen Text schnell einzufügen, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken dann auf eines der Symbole. Um einen Bogen oder ein Segment zu zeichnen, wählen wir das entsprechende Symbol in der Symbolleiste Zeichnung unter Standardformen aus. Wir bewegen den Cursor an die Stelle, an der der Bogen oder das Segment gestartet werden soll. Wir klicken und ziehen den Cursor, um einen Führungskreis zu erstellen. Wenn der Führungskreis gezeichnet wurde, klicken wir erneut, um den Bogen oder das Segment abzuschließen. Die Statusleiste gibt den Winkel in Grad an. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter